So, was haben wir da jetzt noch? Wie war Quests anzeigen? B. Ja, wahrscheinlich wird sich jetzt Cartman gleich melden. Jetzt gehen wir aber nochmal in Kostüme. Ich fand nämlich die Maske irgendwie. Ich nicht hab. Ist das ein Akzent-Make-up? Wo ist denn das? Oder Accessoires? Aha. Okay, das sieht man so gar nicht. Haben die Sachen eigentlich Werte? Ich kann sogar die Farbe ändern. Oh. Ach, schade, nur das Glas kann man ändern. Ist ja doof. Aber die haben gar keine Werte, oder wie? Sieht so aus. Ja, komm, dann ändern wir noch die Kleidung in Rot. Machen wir das wenigstens noch gelb, so. Okay, ja, Selfie. Zwei Helden, die abhängen. Und zack. Top. Aber wie konnte ich die jetzt, nicht Kostüme, konnte ich die jetzt als Begleitern mitnehmen? Wer ist das? Bullshit, Unbekannter. Okay. Es gibt ziemlich viele Begleiter, ne? Charakterbogen nicht. Das verstehe ich noch nicht ganz. Auch hier Kostüm. Drohne, da oben Wookie. Charakterbogen von Humankite. Dann gucken wir doch gleich nochmal. Kite Alien, asexuelles, genderneutrales Kite Alien, rechtschaffen. Kiteismus, Sonnenwinde, Mom. Hi, ich bin Tauli. Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Ui, da! Das hat einen Goldgriff. Nee, das kann ich nicht aufmachen. Aber das kennen wir doch noch. Da hat man doch im ersten Teil Prinzessin Kenny rausgeholt. Ich glaube, so war's. Zeit für eine Runde kacken. Dann ist für eine Schwierigkeitsstufe. Okay, 2. Das sollten wir machen können. Und rausschütteln. Zwei Löffel voll Donner. Jo, gefahren gut. Oh, Ike. Wer bist du? Selfie machen? Ja. Sieht man eh nicht. Wuhu! Die haben ein Bild gemacht. Hey, ich will auch mal. Du darfst nicht. Ah, die Königin oder die Prinzessin von Kanada. Ah, Moment. Ah. Tweak und Craig, dampfende Überraschung. Craig schwul. Hier muss ich genau aufpassen, wo die Teile rumhängen. Aber ich glaube, hier haben wir alles. Ich habe die Kite-Basis fast fertig. Das wird super. Jetzt. Nicht schlecht, Neuer. Nicht schlecht.
Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Alles klar. Sind wir ja auch schon. Hey, du warst da eben irgendwie ziemlich fies zu mir, aber wirklich, aber vermutlich tut es dir leid. Wann können wir wieder Superhelden spielen? Gar nicht. Hey. Dich, Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Okay, Artefakte, ich hab jedes hier. Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran, Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlord. Oh, ich muss gegen die Sechstklässler kämpfen? Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal, was die können, die ich da gebaut habe. Das habe ich vom Club auch. Kritische Schaden, Gesundheitswiederherstellung, Rückstoß-Kombo-Schaden. Okay. Der kritische Trefferschaden bestimmt, wie viel Bonusschaden du anrichtest, wenn du während deines Angriffs erfolgreich A drückst. Die ultimative Erholung bestimmt, wie schnell sich deine Ultimativanzeige füllt, wenn du eine Kraft einsetzt oder getroffen wirst und währenddessen A drückst. Der Statuseffekt Schaden bestimmt, wie viel Schaden Statuseffekte wie brennend, angewidert, geschockt und Blut anrichten. Okay. Noch einmal und wir sind alle tot! Kacke, hör auf! Werd zum Superheld! Zack, zack! Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialmissionen entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Starks Pond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankinds Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Ich bin gespannt, wann wir Mysterion treffen. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Schnellreise Freischaltung. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. So, auch zu Schnellreise. Aktiviere den Schnellreisestation auf der Hauptstraße. Wo ist das? Was ist das? Rette die Katze vor den Sexklässlern. Okay, dann machen wir zuerst aber mal das. Wir müssen die Katze retten. Was? Ich habe wieder was Neues gekriegt. Ja, dann retten wir die Katze. Und holen uns, was auch immer Cartman da lassen hat. Wenn da etwas da ist, sonst wird sie ja nicht anzeigen. Es glitzert, es funkelt.
Wollen wir wieder craften? Nee, crafting. Plus 1. Brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Wir brauchen 5. Komponenten. Okay. Wir können nicht craften. Schade. Habe ich mich bei Craig nicht richtig umgeguckt? Nee, da war eine Tür zu, oder? Da ist bestimmt da sein Charakterbogen dahinter. Hier, Mizi! Komm, Mizi, Mizi, Mizi! Wirf einfach einen Stein! Nein, ich darf einen Stein schmeißen! Hallo? Wirf doch stattdessen einen Böller! Hey, die sind teuer! Gib mir den Stein! Du Pussy! Hey, der kleine Viertklässler schon wieder! Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse! Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern nice! Machen? Keine Gnade, Leute! Hübsche Outfits, Trottel! Zeig uns, was du drauf hast! Kampfschwierigkeitsgrad, Casual, Helden haben Vorteil, heroisch, Helden und Gegner sind gleich stark. Ja, komm. Y. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress, den werde ich an dir abbauen. Jetzt ist wieder Platz für einen ganzen Hamburger. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Oh no. Lass dich da von deinem Freund massieren. Ich bin drin. Okay. Okay, was kann Humankind so alles? Dir Verbündete in deine Nähe und heile sie. Ja. Pew, pew. Keine Sorge, die Augenbrauen wachsen nach. Craigs Blockkräfte erlauben es ihm, Schaden umzulenken. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass der Block durchbricht. Probiere Craigs Blockkraft auf, wenn du andrückst. Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt mir aber ein Schild und macht mein Ziel. Ich denke gerade super fies gemeine Gedanken. Hau rein, Neuer! Mach ich. So kann ich zumindest 2 kriegen, ne? Das ist so eklig! Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Ha! Ja! Nimm das, Zwerg! Scheiße für dich. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ohne zu zocken. Respekt. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Es ist keine Zeit. Was macht das? Schützt einen Teamkollegen. Ja, machen wir doch das mal. Wohl bekommst. Wieder dabei. Also los. Okay, Craig. Hau ihm aufs Maul. Mega Vorschlag. Das habe ich kaum gesehen. Los, Wunderarsch. Ja. Das nenne ich eine Ansage. Viertklässler versohlen, geile Sache. Au. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ich bin jetzt dran. Voll machen. Ich kann nicht mehr lange. Treff ich nicht? Nein. Ah, aber... Treffe ich den? Shit.
Verdammt. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Mist, was mache ich denn? Ich krieg den Typ nicht. Kriegt wenigstens Kraken Shield. Shield. Schwindelwind, ein schadensabsorbierender Schild. Hey, danke. Es ist Craig-Zeit, ich meine Super-Craig-Zeit. Oh nee, ist blockiert. Verdammt. Kann nichts machen. Kriegt halt der nochmal volle Kanne aufs Maul. Mega-Faustschlag. Mach sie fertig, Saftsack. Oh, okay. Den haben wir die Fresse poliert. Ja. Armageddon-Blatt-Artefakt. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben. Das war ein Fehler und ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Okay. Kann ich jetzt da schon hin? Ja. Das ist auch schon wieder Lava. Wer ist denn das? Haha, da kommst du nie rein, Superblödi. Okay. Da komme ich wirklich noch nicht rein. Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Hm? Wir sollten versuchen, tagsüber trinken salonfähig zu machen. Gefangenwarnung, die Straße zum Raisins wird von dummer Lava blockiert. Die Gasse an der Hauptstraße ist frei. Wo, du gehst ins Raisins? Nein, nein. Hänge nun mit meiner besten Freundin Lexus ab. Es ist einkaufen. Neues gebrauchtes Zeug eingetroffen. Artefakt. Blitzanzug. Die bringen wohl echt wirklich gar nichts, die Sachen, ha? Leber. Hab ich nicht Schrott, den ich verkaufen kann? Offenbar nicht. Du kannst es jederzeit für einen Bruchteil weiterverkaufen. Danke fürs Einkaufen, my Sloppy Seconds. Porsche gibt mir immer mehr scharfe Soße, sie ist die beste. Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Lust auf einen neuen Look? Ja, hallo. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Aha. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Bestimmt da oben. Aufbauen? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Maskeradenmaske. Oh, 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 oh. Warum mit den beiden? Was soll das? Freeman's Taco. Ist auch was. Willkommen bei Freeman's Tacos.
Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, Morgan Freeman. Lass es mich einfach wissen. Willkommen bei Freemans Tacos. Bei Freemans Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht, wie viel Essen du brauchst. Gut, jetzt schmeiß nach deinen ersten Schritten im Crafting. Können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Herzlichen Glückwunsch. Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Crafting Rezeptsammlung. Oh, ich kann noch mehr Burritos machen. Oh, ich habe Rang 6 erreicht. Wunderarsch-Anzug. Wunderarsch-Kapuze. Habe ich jetzt alles hergestellt? Cyberwolf, voll cool. Artefakte. Ja, stellen wir doch her, was geht, würde ich sagen. Was ist denn? Schicksalshelm? Und den Schicksalsanzug. Verstecktes Messer. Massivkraft, Erholung. Noch eins. Cosplay Curious. Bei Erfolg. Oh nein, falsch. Hier brauchen wir auch nicht gerade. Okay, der Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Okay, Morgan Freeman ist mein Follower. Weiß nicht, warum ihr Kinder eures eigenen sozialen Netzwerks aufbauen müsst und die ganze Stadt da auch noch mitmacht. Aber hier bin ich. Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Boah. Ah. Oh, Schwierigkeitsstufe 4.
Verdammt. Oh, come on. Voll schwierig. Okay. Kackwurst aufschütteln. Brauner Rosenstrauß. Willkommen, nur noch eine Sache. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen.